So, moin, jetzt kommt das Let's Play Crisis Core Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir den Reaktor erreicht, mussten uns Sephiroth stellen, haben ihn auch besiegt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Sequenz weiter, denn, ja, wir haben ihn besiegt halt. Er gibt Sinn, okay? Ja, machen wir weiter. Ich dachte, jetzt läuft die Musik noch weiter, ohne Scheiß. Aber tut sie nicht. You. Cloud, finish Sephiroth off. No. Impossible. Oh, und so ist er halt kaputt gegangen. Cloud, you did it. Ja, beide. Was ich ein bisschen krass finde, ist, dass Zaki nicht besiegen konnte, also im Prinzip nicht besiegen konnte. Aber Cloud, der nicht mal ein Soldat ist, es geschafft hat. This one here. Intriguing. Most intriguing. He'll make a fine test subject. So, Kapitel geschafft. Ja, ich sagte schon auch in meinem Infovideo jetzt zum letzten Mal, zum Sonntag, dass das Spiel nicht mehr so lange kaulaufen wird, weil wir sind wirklich weit. You call yourself soldier? You tarnish the soldier name. Angeal! Wait! Mm-hmm.
those wings. I want them too. Ein impfsonderer Schub hat die DBW verstärkt. Cloud. So, okay. Jetzt kommen wir in einem Teil des Spiels, der viel mit Flucht zu tun hat. Wir müssen jetzt abhauen von hier. War hier nicht eine Truhe drin? Ach doch, tatsächlich ist eine Truhe drin. Ich meine auch, dass er eine war. Elixier. Kurz was schauen. Denn ich meine, unser Materia ist gemaxt gelevelt ja einmal. Genau, Velvet-Attacke. Ja, schau. Muss ich ablegen, ne? Ich leg die ja mal ab, sonst. Und schau mal denn nach. Dass wir unsere TP irgendwie in irgendwas wieder reinbekommen. Weil ich will jetzt eigentlich nicht meine TP-Dinger verlieren. Was nehmen wir dafür? Ne, geht auch nicht. So, wieder. Ach du alte, verdammte Axt, ey. Was soll ich da machen, ey? Ich hab nicht so was Starkes. Subspiriga ist das. So, okay. Wird da Eisgar-Klinge wird da raus, okay. Das ist halt die Frage, ne? Was machen wir dadurch jetzt, ne? Ich bin mir nicht sicher. Stark Subwider, das ist das. Wir machen es einfach. Scheiß drauf, wir machen es einfach. Stark Subwider, Fusion erfolgreich. So. Somit haben wir wieder eine neue Materia. Dann können wir die wieder ausrüsten. Dann haben wir nämlich 3000 HP ohne Probleme. Und die anderen sind auch gut gelevelt. Okay, okay, okay. Mal schauen, was haben wir denn noch hier so Schönes bekommen. Feuerring für Psi. 40. Das packe ich jetzt rein, tausche mit dem 30er aus. Schöner Konstingsbumster. Mit schönerer Protektoren. So. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt raus hier. Was sagt er denn jetzt? Okay. Tolles Gespräch, Cloud. Bin ja begeistert von dir. Da wollen wir mal aufbrechen. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen fliehen. Wir werden auch in der Zeit ein bisschen öfters angegriffen. Von Gegnern und so weiter. Das kriegen wir aber hin. Ich denke mal schon, weil wir, also vom Level her sind wir okay. Wir haben auch genügend Leben. Das ist auch nicht das Problem. Denn wir haben ja auch noch Kämpfe dazwischen. Und wie gesagt, sonst werde ich Missionen machen. Aber ich glaube nicht. Du wirst ja etwas auf mich warten müssen. Ich sehe dich sicher uns im Weg. Ich entschuldige mich übrigens dafür, falls man, ich weiß es nicht, falls man ab und zu irgendwelches Geboller hier hören sollte. Meine Nachbarn ganz oben sind 20 Tage, sind genau am gleichen Tag wie hier eingezogen und die ballern immer noch oben rum, bauen noch irgendwas an und bohren die ganze Zeit rum. Es ist so übelst nervig. Das ist so krass nervig, aber gut, was soll man machen? Es gibt da Leute, die sind langsam, ne? Das ist halt so. So, okay. Sechste Materia levelt, das ist cool. Was levelt denn jetzt dafür? Blitzrausch Stufe 4. Huge. Das ist okay. Müssen aufpassen. Ach, wir haben ja auch unseren Schutz eigentlich. Stimmt. Okay, Sargschüssel. Wieso kriegen wir eigentlich schon Sargschüssel? Wir haben doch schon aufgemacht. What the hell? What the hell? Diese Woche kommt das Projekt ja jeden Tag. Es klappt. Okay. Und kein Level Up, aber wir kriegen halt schön Boost. Und Sturmangriff Stufe 5. Und wir greifen von hinten an. Das heißt, da krieg ich ordentlich auf die Fresse. Damn. Ach ja, nicht wahr? Zählt nicht als hinten, oder was? Okay, zählt auch nicht als hinten. Schade. So, sehr schade. Aber er ist down. Er ist down. Ich habe ihn down gemacht. So, ich glaube, wir müssen einfach nur bis hinten durchlaufen zur Treppe und dann geht es automatisch weiter. Oder? Ja? Ich schau mal nach. Wir gehen mal hoch. Ich habe keinen Plan. Ja, anscheinend doch, okay. Okay, der Weg hier sollte jetzt sicher sein. Er hat sich immer zurück teleportiert und hat die Cloud jetzt geholt. Läuft bei ihm, ey.
läuft bei ihm. Das ist, ich sag mal so, der Teil jetzt, wo wir jetzt gerade sind, ist ein bisschen langwierig. Und dauert auch ein bisschen länger, denn wir haben auch jetzt demnächst noch einen schweren, wirklich schweren Bossfight noch vor uns. Ihr werdet sehen. Zeit für die nächste Pause, mein Freund. Ich sichere uns den Weg. Wie ist er von der Villa hier hochgekommen, so schnell? Und vor allen Dingen. Achso, wir sind. Achso. Ich dachte, wir wären im. Okay, ich dachte, wir wären im Hotel, ey. Ich dachte jetzt gerade ernsthaft, wir wären im Hotel. Aber sind wir nicht mal. Okay, im toten Trottelkürbis-Atem, aufpassen. Da ist er down. Zweiter down. Und jetzt kommst du dran. Und dann bist du auch gleich Geschichte. Und tschüss. So. Konflikt behoben. Lauf ich jetzt wieder zurück? Ja, natürlich lauf ich jetzt zurück, ey. Ach, ich trottel, ey. Ich trottel. So, wir müssen jetzt hier lang. Denk dran, hier lang und dann runter. Eine Mail. Jetzt auch wieder mal ruhig, ohne Scheiße. Den ganzen Tag ballern die hier rum. Ich wollte es 2 Stunden aufnehmen, ne? Und kann ich nicht, weil ich gedacht habe, oh, das ist so laut. Die sind so laut, die Pisser. Hab's nicht getan, aber jetzt ist okay. Ich muss auch noch Galaxy aufnehmen. Aber das mache ich später. So, zack, zack. Und auch egal, wenn du Barriere hast, ich greife die trotzdem an. Und ich mache dir trotzdem auch ordentlich Schaden. So, tschüss. Sehr gut. So, weiter. Nächster Abschnitt. Ab zur Nibelheim P4. Okay, der Weg sollte damit jetzt sicher sein. Ich habe euch vorhin diesen Part noch Nibelheim direkt zu erreichen. Ich weiß nicht, ob wir Nibelheim schon verlassen können, diesen Part. Ich werde es probieren. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich werde den Weg sichern. Warte hier auf mich. Es wird nicht lange dauern. Er hat ja im Prinzip eine Makrovergiftung, kann man sagen. Eine sehr heftige Makrovergiftung. Er war ja wirklich die ganze Zeit über, seitdem wir ohnmächtig geworden sind im Reaktor, wurde er mit Makro voll gepumpt. Und ja, ist halt nicht so gut für Leute. Das erklärt auch... Ach, ich kann es euch nicht sagen. Scheiße. Ah, ich wollte euch jetzt gerade was sagen. Das kann ich euch nicht sagen. Tut mir leid. Ich muss diesen Satz leider unterbrechen. Jetzt sollte gegen sie ja top kein Gegner kommen. Ich kann es euch leider nicht sagen. Was ich meine... Hat was mit dem Marco zu tun. Ja, das Problem ist, wenn ihr dieses Let's Play schaut und kennt 7, dann wisst ihr so, wovon ich reden werde jetzt gerade. Das ist halt ein bisschen, naja. Aber die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ich werde hier ja so, denke ich mal, direkt. Also ich werde hier ja so erst Stitch of Cerberus Let's Playen. Und dann 7 erst. Deswegen wird die von der Geschichte ja nachher so nicht mehr passen. Das werden wir sehen. Ich glaube, wir haben auch in der Mail, die wir bekommen haben, steht, glaube ich, sogar drin, dass wir verstorben sind. Können wir gerne mal nachschauen. Was ist denn hier passiert? Der Stoff steht ja, als wäre nichts geschehen. Da müsste alles in Schutt und Asche liegen. Ja, ist alles gebrannt. Und da kommen Gegner. Ein Ausbruchsversuch. Oh mein Gott! Und jetzt werden wir nämlich auch von Shinra. Also wir werden ja von Shinra gejagt. Das ist ein Versuch, weil Objekte des Prozessors wollen fliehen. Mit euch Luschen mache ich kurz Prozess. Wir müssen halt aufpassen, dass die nicht an Cloud rankommen. Das ist unsere Aufgabe. Cloud! So. Das sind viele Gegner. Na, das ist doch die Aufgabe. Das sieht übel aus. Ich sollte mich besser mal ausschalten. Ich will nicht wieder in den Kapsel eingesperrt werden. Ja, wir müssen aufpassen. Aber die sind nicht so stark, meine ich. Das heißt, wir müssen einfach nur schnell draufschlagen hier. Warte mal. Warte doch mal. Er ist okay. Lass mich auch mal kurz zufrieden. Ach so. Ich kann den gar nicht angreifen. Ich wollte den gerade angreifen, aber es geht gar nicht. So, komm her hier. Aufpassen, dass wir ihn nicht erwischen. Und, Alter, drei Werfer eine Granate auf mich. Yo, okay, ist doch nicht leicht. Dauer down. So, Phasenmodulation mit Sisney. Wenn es klappt, natürlich. Es klappt natürlich nicht. Kein Level Up, gar nichts. Super. So, mein Gott, wir... Okay, die wollen nerven. Wir müssen es beeilen, müssen es beeilen. Phasenmodulation mit Error. 1131 Meter noch. Es klappt sogar. Und kein Level Up. Aber wir kriegen einen Boost. Und er ist nicht down, er lebt noch. Ich verstehe auch nicht, dass der Typ jetzt nicht aber weiterzieht, obwohl wir die Sequenz hier haben. Na gut, wir sind halt geheilt einmal. Und er ist down. So. So, ganz schön hinter. Hinter. Gott, jetzt haben wir ihn. Wir müssen halt ein bisschen sehr aufpassen. Jetzt ziehen ihn von der anderen Seite rüber. Das heißt, wir müssen jetzt genau das gleiche Spiel von der anderen Seite nochmal haben. Das heißt, wir haben jetzt wieder ungefähr 2000 Meter. Also
geschafft. Also 20 Meter circa. Bis wir das Fahrmodul dazu mit hier. Angel. Ich fällt gerade der Name nicht ein, ey. Es klappt sogar. Und dritte Materia-Level. Es ist Achilles-Tree. Somit kriegen wir wieder einen Stärke dazu. Da haben wir auch mal gemerkt. Und Sturmangriff Stufe 2. Prove your honor to me. I got it. Yay. Man merkt auch inzwischen, die werden auf jeden Fall stärker. Man merkt das denen dann. Und boom. So. Down. Und du bist auch jetzt weg gleich hier. Aufpassen. Wir haben noch genügend Zeit. Also alles cool noch. Aua. Arschloch. Finde ich gut, ey. Dass du mich am angreifst hier. So, zwei Stück noch. Das kriegen wir. Phasenmodus mit Aerith nochmal. Oh oh. Das war ein Video, ich habe weggeklickt, hab's auf da gedrückt. Aber hat geklappt. Okay, Level up. So, Level 25? 26 sogar. So, er klappt einmal gleich noch an. Ne, okay, Heilwellen Stufe 5. Somit sind wir auch kurz unsichtbar. Yay! Kriegt vollen Boost. Wir müssen 6400 HP haben gleich. Also wenn wir auf maximal sind fast. So, und tschüss. So, down. Oh mein Gott, vor allem wie die Zeit einfach weiterläuft, ey. So, komm her. Jetzt kommt gleich wieder von der anderen Seite, von dem anderen Tor wieder. Genau von dem Tor da hinten. Okay, ein bisschen aufpassen. Ich wollte gerade sagen, was hat der für ein Problem da gerade gehabt? Das sah ziemlich strange aus. So, er ist auch jetzt Alter. Kannst du jetzt mich in Ruhe lassen? Okay, Heilportion, jetzt heilen die sich auch noch, die Arschlöcher. So, aufpassen. Oh, 2000. Oh mein Gott, das wird knapp werden jetzt. Das wird knapp werden. Ja, komm, on. Jetzt geh doch mal angreifen da. Jetzt und du noch. Eins und zwei und drei und zack, tschüss. Er lebt noch. Oh mein Gott, das wird echt knapp. Das wird knapp werden, das wird knapp werden. Das wird echt knapp werden. Eieieiei. Das wird super knapp werden. Alter, wie kommt der da noch? Mein Gott, ist okay jetzt. Okay, Portion, ich bin noch ausgewichen, zum Glück. Achso, jetzt kommt eine Phasenmutter zum Cloud. Obwohl er gar nicht da ist. Läuft. Läuft bei ihm. So, klappt wieder. Erste Materia-Level, das bin direkt. Das müsste stehen, perfektioniert, okay. Okay, auf hoch jetzt noch. So, down. Später schaue ich Stufe 4 und dann fährt es letzten beiden noch den letzten auch noch weg. The power of soldier. Hier kommt the big one. Whee! Und Feuerwerk. Okay, er ist down. Ne, er lebt sogar noch. What? Was? Da kommt auch mehr. Alter, ist okay. So, down. So, Beeilung jetzt. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Oh mein Gott. Das wird super knapp. Das wird super, super knapp jetzt. So, hab dich. Oh, Alter. Junge, wie die mich nerven wollten hier. So, wir haben's aber. Das war echt heftig, ey. Er merkt auch den Marco noch, glaube ich. Verdammt, irgendwie bin ich nicht gut drauf heute. Komisch, diese Typen sollten mir eigentlich nicht aus der Puste bringen. Ich muss nochmal zur Villa. Ein bisschen verschnaufen und mir irgendwas überlegen. Aber die Musik, ey, die ist schon gut. Es ist helllicher Tag und wir sind immer noch geschwächt. Wir sollten uns ausruhen, bis es dunkel ist. Findest du nicht? Ah, Cloud. Oh, sieht gut fertig aus. Ob er an den Folgen einer Überdosis Marco leidet? Mann, Angel, kann ich denn überhaupt niemandem helfen? Genug gejammert. Erstmal werde ich dir ein paar neue Klamotten besorgen. Den Mark versorgte Uniform wird dir bestimmt nicht gerade helfen, wieder gesund zu werden. Hab einen Moment Geduld, ja? Bin gleich wieder zurück. Gut. Einmal kurz die Materie umrüsten. Dann werde ich mich jetzt stehlen einmal rausnehmen, einmal. Ich glaube, wir können irgendwie versuchen, mal auf den Raum hochzukommen. Ich werde es mal probieren, dass wir irgendwie Raum bekommen. Krass.
Und Z-Barrier, was fällt da raus? Elementschutz, okay, von mir aus. Utensiliator. Utensiliator. Das ist das gleiche hier, what the fuck? Junge, ist okay. TP-Verstärker, was zur Hölle? Was mit dem Ding wird aus. Was? Zur Hölle, was geht hier ab, ey? Eisra mit Eis. Mit was zur Hölle, ey? Ach, das sieht mit AP, wow. Subfitra, Subfisprigal, das ergibt keinen Sinn, ey. Ich habe auch keinen. Ich habe. Warte mal, kann ich mir still nochmal neu kaufen? Ne, kann ich natürlich nicht. Top. Ja, jetzt ist halt die Frage. Ich würde gerne. Habe ich Vita noch drin, ne? Ich habe stark. Warte mal, ich habe Vitra drin, ne? Ich glaube ja. Warte mal, Stille, Barriere. Dann nehme ich Barriere rein, dann haben wir eben halt jetzt die Stille drin, ist halt einfach so. Das ist halt eben so. So, einmal sortieren, das runter. Ach, das sieht oben hin. Gut, Leute, dann werde ich den Part an dieser Stelle beenden und im nächsten Part werden wir uns für die Uniform für Cloud sorgen. Bis zum nächsten Mal und ciao.